Sport und der Chemotherapie geht auf jeden Fall. Das ist ja interessant. Man denkt ja, da läuft ja Gifte oder Medizin rein in den Körper und gleichzeitig sollte man sportlich aktiv sein. Man hat ja bisher immer da oder ist davon ausgegangen, Patienten dann eher hinzulegen ins Bett und Ruhe zu bewahren. Auch das ist sicherlich so, ja. Aber es ist wichtig, dann am Folgetag auch wieder mit einem körperlichen Training zu beginnen und das ist sehr effektiv. Bisher sind wir bei den Patienten sehr auch auf die Psychoonkologie, die psychische Schiene auch eingegangen. Das ist auch extrem wichtig. Trotzdem ist meine Erfahrung die, dass ein körperliches Training auch die Psyche so arg wieder ins Positive beeinflussen kann, dass Sport als Therapie auch eine Art Psychotherapie ist und deswegen auch ein ganz wichtiger Bestandteil in der Krebstherapie. Der Nutzen einer Sporttherapie direkt auch während der Akutphase ist deshalb wichtig, weil die Patienten dann auch diese Standards der Chemotherapie, die auch eine Verbesserung der Prognose der Patienten machen, viel besser durchhalten können. Sie haben weniger Nebenwirkungen der Chemotherapie, diese chronische Müdigkeit, die durch die Chemotherapie kommt, die ist weniger. Also insgesamt passt dieses sehr gut zusammen, Sporttherapie und Chemotherapie. Ganz wichtig meines Erachtens ist, dass man die Sporttherapie direkt mit der Diagnosestellung auch mit dem Patienten anspricht. Er muss verstehen, das ist ein einheitliches Konzept. Ernährung, Bewegung, Psychoonkologie und das, was in der Therapie des Krebses dann auch mit Medikamenten und Operationen und Bestrahlung gemacht wird. Und deswegen hat der Patient dann auch die Möglichkeit zu sagen, ja, das ist ein Teil, den ich selber machen kann und das andere machen die Ärzte und gemeinsam werden wir es schon schaffen. Ich glaube, es sind zwei wesentliche Aspekte wie Sport bei Krebs, die Prognose der Patienten verbessern kann. Das eine ist, dass die Chemotherapie besser vertragen wird und deshalb besser auch die Standards durchgezogen werden können und das führt zu einer Verbesserung der Prognose. Zum Zweiten ist es aber wahrscheinlich auch so, dass bestimmte Mechanismen im Körper angesprochen werden, die den Heilungsprozess in gewisser Weise beeinflussen. Wir wissen es noch nicht ganz genau wie, aber es scheint so zu sein und große Studien dazu laufen, aber die ersten Daten zeigen eindeutig, dass man gerade bei Brustkrebs und Darmkrebs ebenso wie auch bei Prostatakrebs durch ein Sporttraining auch über lange Zeit nach der Krebserkrankung diese günstig beeinflussen kann.